Der Termin der Rallye rückt näher und näher. Während die Karosse immer noch beim Spengler steht, habe ich in Japan zum Glück die Scheinwerferabdeckung bekommen. Doch mein Trip geht weiter, denn noch immer fehlen mir wichtige Teile für den Cosmo. Bevor es morgen früh weitergeht, gönne ich mir einen kleinen Abstecher. Jetzt geht's erstmal ab in die City von Tokio. Mein Ziel? Die berühmteste Kreuzung der Welt in Shibuya. Das ist ein Erlebnis. Das ist Shibuya. Und hier einmal mit dem Auto durchzufahren, ein erster Traum. Wow! Es läuft von überall etwas. Von jeder Seite läuft was. Super! Jetzt schaue ich mir Tokio an, aber vorher brauche ich noch ein wichtiges Reiseutensil. Jawohl, ich habe hier mein Selfie-Stick. Und rein ins Getümmel. So, ich gehe jetzt rein. So, guck mal. Hier ist wirklich traditionell japanisch Essen, sieht man. Nudelsuppe mit Currysoße. Nebendran. Nudeln, Reis, Gardellen, Salat. Und das Beste ist, wir sitzen alle am Boden, also wirklich einfach typisch japanisch, einfach klasse. Also ich muss schon sagen, Tokio ist einfach eine super coole Stadt. Aber jetzt ab ins Bett. Morgen fahre ich zu dieser Spirit Garage und hoffentlich, die haben nur die zwei fehlenden Teile für mich, weil ohne die fährt den Cosmo überhaupt nicht. Also, gute Nacht. Mein zweiter Tag in Japan. Von Tokio geht es 140 Kilometer Richtung Norden in die Präfektur Gunma. Kenna Mamiya hat mich zur Spirit Garage in Isesaki geschickt. So, Amamiyas Tipp war gut, denke ich, Spirit Garage. Es gibt auf jeden Fall viele japanische Oldtimer. Ich bin gespannt, ob sie mir weiterhelfen können. Die Spirit Garage ist ein erster Spezialist, wenn es um Restauration und Handel mit japanischen Klassikern geht. Chef ist Hirohiko Itagaki. Hi. Hi. Ich bin Cindy aus Deutschland. Ich bin auf der Suche nach Cosmo-Teile von Mazda, weil wir in Deutschland eine Cosmo restaurieren. Und ich suche erstmal einen Kupplungsnehmer und einen Kupplungsgeber. Haben Sie das im Lager? Cosmo Sportteile? Bitte warten Sie kurz. Suche mal. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. Die Teile gab es leider nicht. Wenn es um den Mazda Cosmo Sport geht, kann aber ganz bestimmt Hojino-san von der Starfield Garage helfen. Nicht umsonst nennt man ihn den Wankelpapst. Okay, sehr schade. Aber ich probiere. Arigato! Bye-bye. Ich bin echt verzweifelt. Also ich hätte nie gedacht, dass diese zwei Teile so schwierig sind zu finden hier in Japan. Hoffentlich klappt es, weil sonst weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Wenigstens habe ich noch einen Tipp bekommen. Aber das ist erst meine letzte Chance, glaube ich. Jetzt bringe ich erst einmal Dad auf den neuen Stand. Hi, Dad! Siehst du mich? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was ist los? Ich habe schon zwei Werkstätte gemacht und jetzt habe ich nur die Abdeckung von Scheinwerfer gefunden. Ja. Ich denke, es wird schwierig. Zieh dir was an, wo kein Mann widerstehen kann, dass sie noch mal ins Lager gehen und gucken, was noch irgendwie in der letzten Ecke liegt. Ja, ist so. Ich probiere, ich gebe mein Bestes. Es war schön, mit dir zu reden. Ich lache wieder ein bisschen. Ja. Ich hoffe, das klappt. Drück mir die Daumen, weil es ist nicht so einfach. Okay? Du bist doch die Beste. Mit dir kann man doch planen. Jetzt gib alles, ich drück dir die Daumen. Ja? Ich hoffe. Alles klar. Dann wir hören uns, ja? Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Ja, hat Probleme, ist klar. Materialversorgung. Dass es nicht leicht wird, ist logisch. Aber hier kriegst du gar nichts. Also, wenn sie es nicht packt, ja, werden. Sollen wir einpacken? Mm-mm. Dann mache ich mich auf den Weg in die Startfeldgarage in Gunma. Es ist nur 9 Kilometer entfernt. Das scheint meine letzte Chance zu sein, Kupplungsgeber und Kupplungsnehmerzylinder zu bekommen.
Ja, sonst wird es schwierig mit der Rallye. So, ich denke, hier bin ich eigentlich richtig, weil hier steht schon 3 Kosmo. Und den Besitzer, Senji Oshino, nennt man nicht ohne Grund den Wankelpaps. Oshino-san? Hi. Konnichiwa. Hi, konnichiwa. Ich bin Cindy Alemann. Cindy-san. Krass, sind so viele Kosmo hier. Hm. Unglaublich, wie kommen Sie dazu? Ich liebe dieses Auto einfach. Ich habe früher als junger Mann bei einem Mazda-Händler gearbeitet. Da wollte ich schon mal einen Cosmo-Sport fahren. Und da gab es einen Cosmo-Besitzer und ich wollte das Auto unbedingt haben. Im Alter von 20 habe ich ihm das Auto dann abgekauft. Jetzt bin ich 56 Jahre alt und fahre dieses Auto heute immer noch. Wir restaurieren in Deutschland eine ganz alte Cosmo und das fehlt uns noch 2 wichtige Teile und dann können wir endlich das Auto fertig haben. Ich suche erstmal Kupplungsnehmer und Kupplungsgeber. Hier befindet sich der Kupplungsnehmer vom Cosmo Sport und da der Kupplungsgeber. Ich schaue mal, ob ich diese Teile noch habe. Ersatzteile werden für dieses Modell nicht mehr produziert und sind deshalb sehr schwer zu bekommen. Aber bei uns gibt es die vielleicht. Okay. So, ich hoffe, das klappt. Das ist nicht ganz einfach für die Cindy, wird es völlig klar. Ne? Aber ich bin mir sicher, die besorgt auch noch die letzten Teile. Die ist ja engagiert, ne? Oder was meint ihr? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schalte ich wieder ein. Nächsten Donnerstag, Mazda Garage.